Menschen, die ihr Leben lang in irgendwelchen Dramen, Konflikten leben, realisieren nicht, dass nur eine einzige Sekunde der Vergebung ihnen tausende Stunden voller Schmerz, voller Angst, voller Drama ersparen kann. Nur es gibt einen Haken. Niemand kann diese Entscheidung für dich treffen. Niemand kann dich von deiner schmerzvollen Geschichte befreien. Deswegen lerne, eine Entschuldigung anzunehmen, die du vielleicht in deiner Vergangenheit niemals bekommen hast. Weil wenn du das annimmst, was war, dann veränderst du nicht deine Vergangenheit, allerdings deine Zukunft. Hallo. Gleich zu Beginn möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise einladen, und zwar in das Jahr 1987. Es ist irgendwo in Südamerika, ein kleiner Junge kommt auf diese Welt und von Anfang an ist er sehr introvertiert. Bis zu seinem 5. Lebensjahr spielt er ausschließlich mit seinen Murmeln und meidet Menschenkontakt. Er sitzt irgendwo in der Ecke und beobachtet die Menschen. Als er 5 Jahre alt ist, feiert seine Familie irgendwann mal ein Grillfest, bei dem 2 seiner Cousins mit dem Fußball spielen. Die Oma, die den Kleinen sieht und ein wenig Mitgefühl bekommt, sagt doch: Junge, spiel doch mal mit. Und das, was in den nächsten Minuten passiert, ist das, was keiner in der Familie erwartet hat: der Junge zaubert. Und er zaubert derart, dass es die gesamte Familie überzeugt, ihn in einen nächsten Dorffußballverein zu stecken, wo er innerhalb der nächsten 5 Jahre so viele Tore schießt, wie es keiner zuvor. Das wiederum sorgt dafür, dass weitere große Vereine auf ihn aufmerksam werden und er mit 10 Jahren zu einem größeren südamerikanischen Verein wechseln darf, um dort in der Jugend zu spielen. Doch als er 13 Jahre alt ist, passiert etwas, was er nicht auf seiner Karriere vorgesehen hatte. Er schaut sich um und meistens muss er nach oben gucken, weil seine Mitspieler alle 15 bis 25 cm größer sind als er. Die Diagnose des Arztes ist Wachstumsstörung. Um diese zu beheben, muss die Familie sehr viel Geld aufwenden und für die Behandlung alleine knapp $1.000 jeden Monat zahlen. Als die Vereine das Talent des einen auf der einen Seite erkennen und auf der anderen Seite merken, dass die wenigsten Spieler unter 1,50 sich in der Profimannschaft durchsetzen, muss sich der Verein entscheiden, und die entscheiden sich dagegen, ihn weiterhin zu sponsern, zu fördern, sodass die Familie das Talent des kleinen Jungen erkennt, aber gleichzeitig merkt, die Karriere scheint zu Ende. Durch das viele Beten der Familie schaffen sie es, 2 Talentscouts aus Europa anzusprechen, sodass diese ein Auge auf den Kleinen werfen, seine Skills in Südamerika anschauen und dann ihre Tour, ihre Reise nach Europa finden. Dort bringen sie den Kleinen in Kontakt mit einem großen Spitzenverein. Und es kommt, wie es kommen muss. Innerhalb der nächsten 3-4 Wochen kommt er im Alter von 13 Jahren nach Spanien, um genau zu sagen nach Barcelona, und darf dort vorspielen, was die Chance seines Lebens bedeutet. Und dann nimmt diese Chance wahr, so dass der Scout und der Jugendtrainer der Mannschaft derart fasziniert ist, dass es nach dem Vorspieltraining zu einer Papierserviette greift, dort einen Vertrag signiert und diesen jungen Mann bittet zu unterzeichnen, was er damals einwilligt. Heute, 21 Jahre später, ist dieser Mann Lionel Messi und hat soeben seinen 7. Weltfußballertitel gewonnen. Warum ich die Geschichte erzähle, ist relativ einfach. Ich glaube daran, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr, sehr viele Menschen gelernt haben, sich im Außen zu identifizieren, im Außen zu suchen. Aber sie haben das vergessen, worum es wirklich geht. Und das ist das, was Messi im Laufe seiner Karriere präzise beantwortet hat. Er sagte: Ich habe mich oft genug wiederholt. Es ging mir nie darum, der Beste zu sein, sondern ich hatte ausschließlich die Freude beim Fußballspielen und wollte die Dinge richtig tun. Für meine Mannschaft, für meine Familie und für mich. Und das führt uns wiederum zu der ersten These dieses Vortrags, dass wir es lernen dürfen, aus der Habens-Ebene in das Sein zu kommen. Das Problem ist, in der heutigen Zeit bringt es dir keiner bei. Schau mal, der menschliche Geist, der menschliche Verstand ist ein zerstörerischer Verstand. Der sucht permanent nach Ablenkung, nach Sehnsüchten im Außen, um sich irgendwie kurzfristig glücklich zu fühlen. Und die meisten Menschen, die jetzt hier diesen Vortrag schauen, die schenken mir möglicherweise diese Aufmerksamkeit, die wichtigste Ressource ihres Lebens. Doch sehr, sehr viele da draußen, die jetzt gerade nicht diesen Vortrag schauen oder nicht an ihrer Persönlichkeit wie du und ich arbeiten, leben irgendwo in der Vergangenheit und verpassen somit den einzigen Moment, den sie wirklich ihr Leben lang beeinflussen können, nämlich das Hier und Jetzt, dieser Moment. Und Menschen, die ihr Leben lang in irgendwelchen Dramen, Konflikten leben, realisieren nicht, dass nur eine einzige Sekunde der Vergebung ihnen tausende Stunden voller Schmerz, voller Angst, voller Drama ersparen kann. Nur es gibt einen Haken.
Niemand kann diese Entscheidung für dich treffen. Niemand kann dich von deiner schmerzvollen Geschichte befreien. Deswegen lerne, eine Entschuldigung anzunehmen, die du vielleicht in deiner Vergangenheit niemals bekommen hast. Weil wenn du das annimmst, was war, dann veränderst du nicht deine Vergangenheit, allerdings deine Zukunft. Ebenfalls, wo sehr, sehr viele Menschen sich auf der Habensebene gelernt haben zu identifizieren, das ist der Besitz im Außen, das ist das Gefühl, nie genug zu haben. Die Psychologen sprechen hier von einer Statusunsicherheit. Besonders betroffen sind davon die lieben Männer. Gentlemen, Grüße an euch. Jeder Mann kennt diese Situation. Du hast möglicherweise ein erfolgreiches Ziel hinter dir gehabt. Du hast es erfolgreich umgesetzt. Und was passiert im nächsten Jahr? Du willst es torpedieren. Du willst weiter, größer, schneller. Doch das Problem ist, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, wird dein Glück vergänglich sein. Und so finden sich sehr, sehr viele Menschen im Jahr 2021, 2022 auf der Sehnsucht nach außen, im Außen, dass irgendetwas kommt, um sie endlich erfüllt. Das Problem ist, wenn du in deinem Inneren hier drin das Gefühl hast, vom Selbstwert von 0 bis 100, dass du nur 50, 60 oder 70 wert bist, dann wirst du permanent im Außen nach Befriedigungen, nach Unterhaltungen, nach Substituten und Ersatzbefriedigungen suchen, die dich endlich füllen sollen, um möglichst auf 100 zu kommen. Das heißt, statt im Außen nach irgendetwas zu suchen, lehrt uns Lionel Messi, such doch mal im Inneren, was bist du? Was ist das, weshalb du wirklich bist? Und zwar auf diesem Erdball. Schon Mark Twain lehrte uns, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum. In Worten von Pablo Picasso: Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist es, deine Gabe zu verschenken, zu lieben, was du tust. Mozart sagte: Nicht der Fleiß und auch nicht die Kreativität ist es, was einen Menschen zum Genie macht. Liebe, Liebe und nochmals Liebe ist die Seele des Genies. Liebst du, was du tust? Wenn du jetzt auf dein aktuelles Leben bis zum heutigen Augenblick schaust, wie zufrieden bist du? Wie sehr bist du in der Sehnsucht, im Außen irgendetwas zu finden, was dich komplettieren und vollständig machen soll? Oder du gehst den Weg nach innen und du startest mit dem Sein und füllst deinen emotionalen Tank, indem du dir die Frage stellst, warum bin ich wirklich hier? Bin ich wirklich auf meiner Reise? Und was jetzt passiert, ist magisch. In dem Moment, wenn du bei 100% Selbstwert, Selbstliebe bist, dann siehst du nach wie vor die ganzen Ablenkungsmöglichkeiten im Außen, wie die besten, teuersten Handtaschen oder irgendwelche Schuhe, die dir gefallen. Aber es sind Optionen im Außen, die du jetzt wahrnehmen kannst, aber nicht mehr musst. Weil wenn du bei 100% bist, dann gibt es keine 101%. Du bist bereits bei dir. Du bist im Hier und Jetzt. Jeder Augenblick ist unendlich wertvoll. In jedem Augenblick schwingt die Ewigkeit. Damit du in deine Meisterschaft kommst, ist es sehr, sehr wichtig, außer dem jetzigen Moment wohlwollend zu begegnen. Weil wenn du dem jetzigen Moment wohlwollend begegnest, musst du dir um die Zukunft keine Sorgen machen. Das Einzige, was du hast, ist jetzt. Wenn du im Hier und Jetzt angekommen bist, dann ist die Frage, womit möchtest du dich beschäftigen? Sehr, sehr viele Menschen angefangen, damals vor ein paar tausend Jahren, als sie im Kolosseum saßen und anderen beim Gladiatoren-Schwerkampf zugeschaut haben, wie einer Gladiator den anderen Gladiator irgendwo in die Brust mit einem Schwert erstach. Die Menschen waren fasziniert, aber sie waren am Konsumieren, sie waren im Außen. Oder aber du bist bei einem Event wie diesem hier und konsumierst Wissen, in dem Fall Erfolgswissen. Das ist, was Genies ausgezeichnet hat. Sie haben sich von morgens bis abends weitergebildet, nicht um damit irgendetwas darzustellen, sondern aus der intrinsischen Freude daran, sich weiterzubilden. Wenn du dich weiterbilden möchtest, so stehen dir unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Es sind insgesamt nach meiner Rechnung 6, die ich dir gerne skizzieren möchte. Die erste Geschichte, das ist Bücher lesen. Ich habe mittlerweile nach 20 Jahren endlich geschafft, dieses Werk zu schreiben, Soul Master, was jetzt demnächst rauskommt und wozu ich dich herzlich einladen möchte, weil es sind 9 Kapitel, wofür ich wahnsinnig viel Zeit, viel Geld investiert habe. Ich habe mich lange Zeit geweigert, dieses Buch zu schreiben. Es ist nichts Anmaßendes als ein Werk für die Bibel der Persönlichkeitsentwicklung. Es hat sämtliche Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität und es startet vor allem mit dem, worum es wirklich im Leben geht, nämlich spirituell deine Meisterschaft zu leben und damit in die Umsetzung zu kommen. Bücher, Hörbücher oder Podcasts. Unser Podcast, sage ich am Ende nochmal, heißt Die Köpfe der Genies, ist mittlerweile eine der Top 5 Podcasts im deutschsprachigen Raum. Videokurse, Stufe Nummer 3, Seminare. Das, wovon wir alle mal gehört oder gelesen haben in der letzten Zeit. Stufe Nummer 5 sind die Masterminds.
Du hast die Möglichkeit, anderen erfolgreichen Menschen in relativ kurzer Zeit persönlich zu begegnen, von ihnen zu lernen, und zwar mit Gleichgesinnten. Ich habe wahnsinnig viel Geld investiert in diesem Leben und wirklich von denen lernen zu dürfen, die wirklich Herausragendes in ihren Bereichen geleistet haben. Ich habe mit über 200-300 medialen, hellsichtigen Menschen gearbeitet. Ich habe mit Gesundheitsjunkies gearbeitet, mit Marketingprofessoren, Businessmenschen, Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du dir einen Menschen anguckst, wie zum Beispiel Nikola Tesla, so war er fasziniert vom Lernen, weil er als Vierjähriger irgendwann mal seinen Kater namens Machak gestreichelt hat. Und beim Streicheln hat er festgestellt, dass sich das Fell des Katers mit elektrischen Blitzen auflud, sodass es ihn derart fasziniert hat, was da energetisch nichts Sichtbares im Raum war, dass er sein Leben lang dem gewidmet hat. Und wenn du heute ein technisches Gerät in eine Steckdose steckst, so wird diese mit Wechselstrom betrieben, was Nikola Tesla nebenbei vor 100 Jahren ins Leben brachte. Das heißt, erst kommen immer die Lernjahre, später kommen die Geldjahre. Und die letzte Möglichkeit, das ist das 1:1 persönliches Coaching. Je nachdem, wo du aktuell in deinem Leben stehst, musst du entweder Zeit oder Geld investieren. Bücher, Hörbücher, Podcasts, Videokurse kosten tendenziell weniger als jetzt vielleicht eine Mastermind oder ein 1:1 Coaching. Allerdings, hier hast du deutlich mehr die Lösung direkt auf den Punkt. Also das heißt, ich habe mir wahnsinnig teure Coaches gebucht, ich habe wahnsinnig teure Masterminds besucht, weil ich wusste, die Menschen dort innerhalb von einer Stunde deutlich krassere Tools, Werkzeuge, Ideen mitgeben als irgendwo sonst. Das führt uns wieder zu dem nächsten Tipp. Wenn du anfängst zu lernen, dann schau darauf, dass dein Anfangslernniveau von Anfang an sehr, sehr hoch ist. Wenn du anfängst, in der 5. Liga irgendwann zu spielen, dann wirst du vielleicht nach 3 Jahren in der 2. oder 3. Liga angekommen sein. Wenn du von Anfang an in der Bundesliga spielst, wirst du innerhalb von 3 Jahren in der Champions League spielen können. Die Frage ist also, wo setzt du von Anfang an an? Ich weiß, ich bin damals gestartet vor ungefähr 9 Jahren und mein Job lief nicht so erfolgreich, wie ich es damals mir gewünscht hätte. Ich bin im Consulting gestartet, ging aus meiner Sicht heutzutage zum Glück schief und ich bin gezwungen worden, hinzuschauen, weil ich nicht auf meiner Reiseroute war. Und ich habe verstanden irgendwann, als ich 27 Jahre alt war, in den Schulen, im Studium, oft in den Ausbildungen lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein. Allerdings erst in Büchern, Seminaren, Videokursen, Podcasts, Masterminds, 1:1 Coaching, dort lernst du für deine Freiheit und zwar auf allen Ebenen. Es gibt die innere Freiheit, das ist die emotionale Freiheit und es gibt die äußere Freiheit, das ist die finanzielle Freiheit. Innere Freiheit, das ist das Bewusstsein, dass das Einzige, was du beeinflussen kannst, nur das Hier und Jetzt, der jetzige Moment ist. Äußere Freiheit erlangst du wiederum durchs Lernen, indem du eine dieser 6 Stufen berücksichtigst. Wenn ich mir Genies anschaue, dann waren sie von morgens bis abends nur am Lernen. Sie waren von morgens bis abends nur am Umsetzen. Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie, sagte Leonardo da Vinci. Und das führt uns wiederum zu der 3. und wesentlichen Stufe, wenn du in deine Meisterschaft kommen möchtest. Und das ist Umsetzung. Stufe Nummer 1 heißt Bewusstsein, Annehmen von dem, was jetzt gerade in deinem Leben ist. Stufe Nummer 2 heißt Lernen. Nachdem du das akzeptiert hast, was in deinem Leben zuvor schiefgelaufen ist, dich nicht mit Konsum oder Ähnlichem identifizierst. Und Stufe Nummer 3 heißt Umsetzung. Wir würden nicht über die Sinfonien von Mozart sprechen. Wir würden nicht über die Gemälde von Salvador Dalí oder Pablo Picasso sprechen. Wir würden nicht über einen Steve Jobs sprechen, wenn all ihre Ideen nur in dem Kopf geblieben wären. Und das wiederum bedeutet, eine Vision ohne deine Aktion bleibt eine Illusion. Und du hast so wenig Zeit. Wusstest du, dass wir allein, was Durchschnittserwartung angeht, aktuell bei 84 Jahren bei Frauen stehen und bei knapp 80 bis 81 Jahren bei Männern? Und wenn du das mal statistisch nimmst, dann bedeutet das ja, dass wir, was die beliebteste Jahreszeit der Menschen ist, der Sommer. Das ist das, was die letzten Studien ergeben haben. Und wenn 50% der deutschsprachigen Menschen Sommer als ihre Lieblingsjahreszeit identifizieren, dann bedeutet das ja, dass du in deinem gesamten Leben nur ca. 81 oder 84 Sommer statistisch vor dir oder insgesamt in deinem Leben hast. Und wenn du die Kindheit absiehst bis zum 18. Lebensjahr, dann bedeutet das, die Eltern haben entschieden, wie ihr verreist, wohin ihr verreist, dann hast du deutlich weniger. Und die Frage ist, nutzt du deine Zeit, gehst du in die Umsetzung, lebst du dein Leben? Oder machst du im Außen irgendwelche faule Kompromisse in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt und dich endlich erlöst oder endlich jemand zu dir sagt, du bist ein Genie?
Lernen bedeutet und umsetzen bedeutet, eine Idee gehört nicht dem Menschen, der sie als allererster gedacht, sondern als allererster praktisch umgesetzt hast. Die meisten Menschen allerdings leiden unter der Perfektion und kommen nicht in die Umsetzung. Doch Perfektion überwindest du mit der Emotion, und zwar mit der Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Heute in einem Jahr, in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Und wenn du einen Fehler machst, nachdem du losgegangen bist, wenn du stolperst, dann bedeutet das nicht, dass du in die falsche Richtung unterwegs bist, sondern nur, dass du losgegangen bist. Denn Erfolg kennen nur diejenigen, die oft genug gescheitert sind. Meine tiefste Überzeugung ist, die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie einen Fehler, sondern weil sie zu wenige Fehler gemacht haben. Und zu Beginn möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise nehmen, und zwar diesmal nach Australien. Es ist das Jahr 1983. Im Jahre 1983 ist etwas in Australien passiert, was die Menschen bis nach wie vor nicht für möglich halten und was die gesamte Marathonwelt revolutioniert hat. Die Australier sind vom Typ her ein wenig tougher und die haben sich entschieden, einen Marathon zu veranstalten, aber einen besonderen Marathon mit einer Gesamtstrecke von 875 Kilometern. An der Startlinie versammelten sich die ganzen Sportler, junge Männer im Alter von 20 bis 30. Als die sich umschauten, bemerkten sie einen älteren Mann, um genauer zu sein, einen 61 Jahre alten Bauern, der mit Gummistiefeln erschien, ohne Zähne. Diese nahm er raus, damit sie nicht beim Rennen stören und nicht so klappern. Die Reise begann und der Moderator sagte, hier sehen Sie auch einen älteren Mann, dessen großer Traum es war, schon immer mal mit anderen Athleten mitzulaufen. Ich wünsche ihm so sehr, dass er möglichst lang mithalten kann und die Athleten nicht zu früh aus den Augen verliert. Das Rennen begann und es kam genau das, was der Moderator vorher angekündigt hat. Die schnellen, jungen Sportler sind weggaloppiert, während der Alte in seinem beschaulichen Tempo hinterherlief. Die meisten dieser Athleten hatten sich darauf fokussiert, ca. 18 Stunden zu laufen von einem 24-Stunden-Tag und die restlichen 6 Stunden, meistens zwischen 12 und nachts und 6 Uhr morgens, zu schlafen. Als die Athleten nach der ersten Nacht aufwachten, bemerken sie, dass Cliff Young vorne gewesen ist. Das Rennen ging weiter und nach 5 Tagen, 15 Stunden und 4 Minuten geschah das, was keiner für möglich gehalten hat. Cliff Young, der 61 Jahre alte Bauer ohne Zähne, gewann und stellte den alten Weltrekord ein mit ganzen 1,5 Tagen Vorsprung. Als ihm das Startgeld überreicht worden ist, Gesamtwert von 10.000 US-Dollar als Gewinn, war er derart überrascht davon, dass er sagte, ich möchte das Geld nicht haben, ich bin nicht deswegen aufgetreten, und weigerte es sich anzunehmen. Als die Menschen darauf bestanden, die Sponsoren, dass er das Geld annimmt, sagte er nur, ich werde es nicht annehmen, aber ich bin bereit, dieses Geld auf die letzten 5 Läufer aufzuteilen, zu jeweils 2.000 australische Dollar, weil sie sich genauso angestrengt haben wie ich. Cliff Young starb im Jahr 2003. Durch seine Reise, seine Legende, lebt weiter. Diese wahre Geschichte verdeutlicht dir, wie dieses Leben funktioniert. Du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und es gibt nur einen Weg, der richtig ist, und das ist dein Weg. Und wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. Dankeschön.